Guten Morgen, Herr Beck. Was mit Konsens? Stell dir mal vor, wir würden jetzt stecken bleiben. Stell dir vor, für 2 Jahre würde uns niemand retten, weil alle aus dem Büro ausgezogen sind. Oder in einen Fitnesswahn verfallen und jetzt nehmen alle nur noch die Treppe, weil sich keiner um den kaputten Fahrstuhl kümmern will. Die würden wahrscheinlich direkt ein Menschenexperiment mit uns machen und das Ganze über die Fahrstuhlkamera mitfilmen und das Material dann direkt an eine Reality-TV-Firma verkaufen. Catchphrase, 2 Arbeitskollegen schweigen sich tot. Gut, dass es einen Notfallknopf gibt, nicht? Morgen. Morgen. Hallo, das ist unsere neue Praktikantin. Hi, Katharina. Vanessa, hi. Ich habe heute Nacht schon wieder von dem Tanzkurs geträumt. Es war auch so eine schreckliche Inszenierung immer. Und dann war ich auch noch so peinlich mit 14. Ich konnte einfach nicht tanzen, bin immer aus dem Takt gekommen, jedem auf die Füße getreten. Ich schäme mich echt bis heute noch dafür. Ich frage mich überhaupt, wie ich einen Tanzpartner bekommen konnte. Ach, ich hätte dich auch gefragt. Frau Schmidt-Kornsand, denken Sie bitte an die Unterlagen? Ja. Zum Abschlussball bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Ich konnte einfach nicht. Schöne Kette. Was? Schöne Kette. Ah, die ist doch nichts Besonderes. Also nein, ich wollte nicht sagen, dass du einen schlechten Geschmack hast. Dann würde ich mich ja selbst beleidigen. Um ehrlich zu sein, habe ich die nur gekauft, weil ich gern jemand wäre, der Perlenketten trägt. Aber die würde dir bestimmt auch gut stehen, vielleicht sogar besser. Kannst du mal den Verschluss öffnen? Naja, ich dachte, wir könnten ja auch mal gemeinsam Mittag machen. Ja, also ich finde einfach, stehen ist so ein bisschen unterbewertet, oder? Ich meine, wir sitzen ja den ganzen Tag, das kann ja auch nicht so gesund sein. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, mir so einen Stehstuhl anzuschaffen. Kennst du die? Was hältst du davon? Naja, ist auch ein bisschen affig. Ich meine, ich denke da gleich immer an so Startups in Köln, die sich für Startups im Silicon Valley halten.
Freust du dich auch schon so auf den Sommer? Nee. Ich meine, wir sollten vielleicht wieder runter, oder? Nee, Quatsch, ist doch nett hier. Vielleicht brauchen wir einfach einen kurzen. Komm. Was? Frau Schmidt-Kornsand? Stell dir vor, Herr Christ hätte uns gesehen. Und? Was wäre dann gewesen? Ja, dann würde der denken, wir wären irgendwie... Ja? Mind Marketing. Machen Sie jedes Wort zu Gold. Derzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Mind Marketing. Machen Sie jedes Wort zu Gold. Leider rufen Sie außerhalb unserer Betriebszeiten an. Warum habe ich das gemacht? Warum macht man sowas? Was? Warum mache ich sowas? Darf ich bitten? Darf ich bitten? Sorry, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, meine Kennenlern-Cupcakes aus der Küche zu nehmen? Die waren eigentlich für alle gedacht. Kennenlern-Cupcakes? Moment, was? Nein, das würde ich niemals machen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum ich hier bin.
Ich möchte einfach nur durch mein Leben gehen und nicht ständig in so komische Situationen geraten. Herr Berg, du hättest mich einfach mal fragen können, bevor du dieses Picknick hier veranstaltest. Moment, du hast eben noch gesagt, dass du noch bleiben möchtest. Ich mache mich hier verletzlich, sehr verletzlich. Mir geht es überhaupt nicht gut hier oben und es ist auch verdammt schwer, die ganze Zeit so zu tun, als ob. Ab jetzt wird nichts mehr, wie es war. Weißt du, wie schlimm es für mich sein wird, ein Büro mit dir zu teilen? Ich, was? Wirklich, ich möchte dich eigentlich überhaupt nicht wiedersehen. Mir geht es gar nicht gut hier und Mann, du hast es echt verkackt. Und meine Kette will ich auch wieder haben. Dankeschön. Das mit gestern, das tut mir leid. Ach. Schon verziehen. Wirklich? Hm. Weißt du, manchmal, wenn mir Sachen unangenehm sind, dann neige ich einfach. Herr Berg? Moment mal, Herr Berg? Manchmal denke ich drüber nach, ob ich nicht einfach hätte Handmodel werden sollen. Würden Sie mich buchen? Haben Sie sich beim Ausliefern schon mal in eine Empfängerin verliebt? Oder in einen Empfänger. Also, ich will Sie da jetzt nicht so einordnen. Also, ich meine, was ich sagen will, ich bin da sehr offen, so grundsätzlich. Willkommen zu Ihrer Fahrt im Sicherheitsfahrstuhl 2020 geprüft. In welche Etage darf ich Sie bringen? 4. Thank you.